Heute gibt's leckeres Fitnessfood. Hallo ihr Lieben, heute wird es sportlich bei YamTamTam und dafür habe ich mir einen perfekten Gast eingeladen und zwar die liebe Anne. Hereinspazieren, schön, dass du da bist. Wir machen heute ein total gesundes Fitnessfood und zwar machen wir einen köstlichen Gemüseauflauf mit einer Parmesankruste und einem Curry-Quark-Dip. Hört sich super lecker an, aber besonders gesund auch. Ich würde sagen, als allererstes fangen wir mit dem Quark-Dip an. Alles klar. Und zwar habe ich hier Magerquark und manchmal ist bei Magerquark so ein bisschen so, dass er so ein bisschen wie mehr im Mund wird, ja? Also der ist so ein bisschen fest. Da habe ich einen super Tipp und zwar rühren wir ein bisschen Mineralwasser drunter, dann wird der super fluffig. Okay. Ich hole eine Schüssel für uns. Alles klar. Wer ist mit dieser? Super. Super. Wo kommst du her, dass du so ein schönes Super sagst? Aus dem Süden, also aus Freiburg, um genau zu sein. Da scheint so viel die Sonne, deswegen ist die Anne auch so braun, glaube ich. Wenn du Lust hast, anderthalb Dinger davon da reinzutun. Du hast einen Fitnesskanal. Genau. Bei uns geht es um Sport machen zu Hause. Man braucht nicht viel, deswegen passt sie auch super. Dann können wir einfach im Raum sporteln, müssen nicht ins Fitnessstudio. Sehr gut. Das Ganze heißt Body Kiss und du kochst auch. Genau, wir machen auch natürlich gesunde Rezepte, die man hier natürlich auch findet. Aber bei uns unter Body Food gibt es auch was Gesundes. Und dann müssen wir das Ganze noch würzen. Und zwar machen wir einen Curry-Knoblauch-Quark. Deswegen gibt es ein bisschen Currypulver rein und eine Knoblauchzehe. Wie viel? Vielleicht einen Teelöffel voll. Perfekt. Dann natürlich ein bisschen Salz. Und die Knoblauchzehe, ich habe die schon geschält und dann nehmen wir einfach so eine Reibe. Perfekt, genau. Wir reiben die einfach hier rein. Was? Dann wird das Ganze auch ein bisschen so orientalisch, oder? Durch ja, genau. So, und dann können wir uns jetzt ums Gemüse kümmern. Hast du eine Präferenz, was du am liebsten schneiden möchtest? Wäre alles da. Das, wo am wenigsten Gefahr besteht, dass ich mir irgendwas absäbel. Wie wäre es mit den Süßkartoffeln? Da kann nichts passieren. Das und ich hole du. Dir wieder, was man braucht dafür. Sehr schön. Guck mal, das sieht aus wie ein kleiner Maulwurf. Er lächelt sogar. Komm, kleiner Maulwurf, wir machen dich in den Auflauf. Und sag mal, wie bist du drauf gekommen? Also so, warst du schon immer total sportlich oder wie kamst du dazu, einen Fitnesskanal? Weil es läge mir relativ fern, einen Fitnesskanal Ja, wieso? Wenn man mehr Fitness macht, kann man mehr essen. Stimmt, das habe ich auch schon gehört und das habe ich auch schon praktiziert. Also ich war nicht immer sportlich, ich bin eher eigentlich so geborener Sportmuffel. Und dann? Und mein Freund hat mich da ein bisschen zu gezwungen, genötigt. Und ja, so haben wir das angefangen, weil er hat immer Sport gemacht und dann habe ich irgendwann mal mitgemacht. Macht man ja so als Freundin. Ja, ja. Machen wir mal mit. Und irgendwann wurde es dann aber auch so, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Und jetzt mittlerweile ist es schon so, dass ich Sport auch brauche für einen Ausgleich und so. Deswegen macht es mir eigentlich auch sehr Spaß. So, fertig. Vielleicht hast du Lust, schon mal den Ofen vorzuheizen. Ja. Ah, nee, ich muss laufen. Warte. Nett. Ich mache 220 Grad, schön heiß, weil dann wird das Gemüse schön braun und bleibt knackig. Süßkartoffeln sind eh was viele Leute unterschätzen, wie gesund die sind. Süßkartoffeln senken nicht nur den Blutzucker, sondern auch Bluthochdruck. Also es gibt eine Insel in der Nähe von Japan, da essen die so viel Süßkartoffeln und die kennen diese Krankheiten gar nicht. Hier drin werden wir das ganze Gemüse nachher mit ein bisschen Olivenöl vermengen, aber erstmal müssen wir es noch schneiden. Möchtest du oder ich? Ja, das schaffe ich jetzt. Okay, cool. Das sieht aber schon auch ein bisschen professionell aus, die Schneiderei, ne? Habe ich extra geübt für dich. Danke. Okay, dann machen wir jetzt noch etwas Grünes dazu und zwar gibt es Brokkoli. Mhm. Dann machen wir es uns einfach und zwar brechen wir die Röschen einfach nur so ab, wenn du willst. Einfach ist immer besser. Und damit wir nichts, wirklich nichts verschwenden, schneide ich den Stiel auch einfach in so grobe Stücke. Hier unten nicht mehr, da wird er so ein bisschen holzig, aber diese Dinge kann man auf jeden Fall noch benutzen. Machen wir gleich mit Blumenkohl weiter, oder? Oder? Sehr gut, wenn wir schon dabei sind. Ich würde ihn erstmal halbieren und dann schneide ich diesen großen Strunk hier raus. Und du kannst, wenn du Lust hast, wieder die Röschen brechen. Du hast mir vorhin erzählt, dass du quasi internationale Vorfahren hast. Vielleicht ja. Auch deswegen dein schöner Teint zustande. Das kann auch sein, ja. Also meine Mama kommt eigentlich aus China, ausgewandert nach Malaysia. Und ich denke, da kommt schon ein bisschen zumindest diese schnelle Bräune her. Also ich werde sehr, sehr schnell braun. Ich war in meinem früheren Leben nämlich auch Asiatin. Ach, wirklich? Ja, ja, ich war aber Vietnamesin. Ach so, okay. Ja, ja. Wir brauchen noch was Rotes, weil ich sage immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Und hier fehlt ja noch was Rotes. Genau. Ich kenne das, dass man so reindrücken kann. Das kannst du auch machen, aber wie es noch schneller geht, ist tatsächlich, wenn man erst hier unten den Boden abschneidet. Ja. Dann steht sie besser. Und dann schneidet man einfach die Seiten ab. So. Zack, zack. Und dann ist es witzigerweise so, dass er hier das ganze Doofe schon dran ist. Ja, weil wenn man es reindrückt, dann fliegen mir die ganzen durch die Küche. Ja, genau. So ist alles safe. Super. Dann machen wir noch die Möhre. Und dann schneide ich einfach so schräge Stücken. Die Möhren darf man nicht zu dick lassen, weil sonst werden sie nachher nicht durch. Das Gemüse soll ja ungefähr alles gleich
gar sein. Damit das Ganze richtig schön herzhaft wird, machen wir noch Schalotten mit rein. Okay. Ich mache die Schalotten einfach so ein bisschen auseinander. Okay, alles klar. Nun müssen wir das Ganze natürlich noch würzen, weil so schmeckt sie eigentlich noch gar nichts. Ich habe frischen Rosmarin für uns. Ja. Wenn ihr sagt, ich mag aber lieber Thymian, könnt ihr natürlich auch Thymian nehmen oder irgendein anderes Kraut, was euch gut gefällt. Sollte allerdings hitzebeständig sein, also Edgar in diesem Fall. Eher später. Dann brauchen wir noch eine zweite Knoblauchzehe. Zu guter Letzt kommt noch ein guter Schuss Olivenöl. Ein bisschen Fett ist gut, weil der Körper braucht das Fett, damit er die Vitamine aus dem Gemüse rauslösen kann. Das stimmt. Und besonders ist Olivenöl immer eine super Alternative als gute Fettbasis. Und jetzt brauchen wir noch eine gute Prise Salz und Pfeffer. Ein bisschen Chili. Magst du es scharf? Ich mag es scharf. Ah, dann mache ich noch schärfer. Noch viel schärfer. Dann kommen wir noch mehr ins Schwitzen. Perfekt, gut durchgemixt. Jetzt können wir das Ganze in eine Auflaufform schütten. Und dann kommt noch Parmesan drüber. Als i-Tüpfelchen. Ja, Mann. Guck mal, wie bunt das aussieht. Ja. Und das Schöne ist, man kann sich daran richtig satt essen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Man kann so viel essen, wie man schafft. Das mal platzt. Ich reibe noch ganz kurz den Parmesan. Muckis. Geil, Bizeps? Ne? Jetzt schon. Yeah. Großer Bizeps hier, ne? Bei mir ist leider kein Bizeps vorhanden, schade. Und jetzt zeige ich dir meinen Lieblingsmoment, okay? Ja. Komm, wir streuseln beide drüber, das ist das Schönste. So, das Ganze kommt jetzt für 30 bis 40 Minuten in den Ofen. In der Zeit machen wir ein bisschen Sport zusammen. Ihr Lieblingsteil. Ihr Lieblingsteil. Los geht's! Okay, du bist der Trainer, was machen wir jetzt? Als erstes wärmen wir uns auf, das darf man nicht unterschätzen, nicht, okay, dass du dich verletzt. Also schön breit hinstehen, Knie beugen. Schaffst du? Schaffst du. Ich mach einfach, was du machst. Die Hände mal so ein bisschen kreisen, ganz leicht. Und jetzt ganz langsam vor dem Rücken gerade bleiben, damit ein bisschen der Rücken gerade wird. Jetzt fangen wir mal mit dem richtigen Workout an. Wir gehen runter auf die Matte, in die Stützposition. Hoch und dann ziehen wir die Beine an. So, jetzt ist was für den Bauch dran. Füße nach oben, ja, und wir lassen sie abwechselnd runter. Jetzt bringen wir noch ein bisschen Cardio in die Sache. Wir machen High Knees, das heißt die Knie nach oben, 90 Grad und wir rennen auf der Stelle. Okay. Das sieht so aus. Wir sind wie Forrest Gump. Lauf, Forrest, lauf! Okay, und wenn du das jetzt für zu Hause empfehlen würdest, wie oft soll man die Übungen wiederholen? Ich würde sie alle hintereinander machen, nachdem ich mich gut aufgewärmt habe. Und dann 10 bis 15 Wiederholungen für jede Übung. Okay, cool. Und jetzt können wir uns endlich wieder mit dem Essen beschäftigen. Boah, wie das schon duftet. Lecker. Du darfst den Auflauf rausholen. Jetzt hole ich uns Teller und dann geht's los. Jetzt kommt der beste Teil. Und jetzt gebe ich noch einen Klecks von unserem Curryquark dazu. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Bon Appetit. Und wie schmeckt's dir? Total lecker. Man denkt ja, Gemüse ist immer ein bisschen fad, aber ich finde es richtig intensiv lecker. Bei mir schmeckt's nie fad. Ich hoffe, euch hat unsere Sportsendung genauso gut gefallen wie mir. Macht doch ein paar Übungen, dann könnt ihr euch auch richtig viel Auflauf gönnen. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Anne.